Ja, hey ihr Lieben, gerade beim Frühstück hat mich Matthias darauf aufmerksam gemacht, dass ich eine Frage nochmal beantworten soll, die hin und wieder mir gestellt wurde. Und jetzt habe ich gerade gesehen, die kam auch per E-Mail nochmal zu mir. Ich lese mal eure E-Mails, die gerade auch wenn ihr auf mein Newsletter antwortet oder mein Kontaktformular auf meiner Webseite, auch wenn ich nicht jedem von euch antworte einzeln. Aber ich lese immer jede Woche alles, was so reinkommt. Und die Frage lautet, wenn ich nicht an Gott glaube, so wie du, kann ich dann überhaupt heilen? Und jemand hat die Frage gestellt, der gesagt hat, bisher konnte ich immer alles toll annehmen, was du gesagt hast, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich muss so glauben, so wie du, und sonst kann ich nicht heilen. Und da würde ich jetzt natürlich gerne was dazu sagen. Also erstmal ist es so, dass niemand so sein muss wie ich und niemand auch so glauben muss wie ich und niemand auch, würde ich sogar behaupten, die genau selbe Beziehung zu Gott haben kann, die ich habe, weil wir sind alle individuell. Wir sind einzigartige Wesen. Und auch wenn jetzt zwei Menschen zusammentreffen, die beide an Gott glauben, die sich ganz tief im Inneren Gott zuwenden, wird jeder von den beiden trotzdem eine unterschiedliche Erfahrung haben, unterschiedliche Gefühle damit verbinden und so weiter. Von daher könnt ihr das erstmal schon beiseite wischen, diesen Gedanken, ich muss jetzt so sein wie die Lea. Nein, das musst du nicht. Das musstest du noch nie und das musst du auch in Zukunft nicht. Ich persönlich, ich Lea, bin überzeugt, dass letztendlich jede Heilung von Gott kommt. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Atemzug ein Geschenk von Gott ist, dass alles, was existiert, jedes Atom in meinem Körper, jede Zelle, jeder Muskel, jeder Knochen, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Berg, jedes Tal, jedes Land, jeder Mensch, dass wir alle letztendlich von Gott kommen. Und ich bin überzeugt, dass Gott liebevoll ist und dass Gott möchte, dass wir heilen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns entfalten. Ich glaube auch, dass unser Leben reicher wird, tiefer, dass wir Frieden finden, dass wir alle auch ein tiefes Bedürfnis danach haben, mit Gott in Beziehung zu sein. Aber Gott liebt uns auch, wenn wir nicht an ihn glauben. Und wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir gar nicht wissen, wer Gott überhaupt ist. Und diejenigen von euch, die sich an dem Wort Gott so stark stören und stoßen und vielleicht auch alte komische Sachen damit verknüpfen, die ich überhaupt nicht meine, ihr könnt euch ja mal fragen, glaubt ihr, dass es irgendetwas gibt, was größer ist als du und was liebevoll ist? Glaubst du, dass es irgendeine Art von Quelle gibt, von Essenz, von Liebe, von ja, irgendeine Art von Basis, von etwas, was man vielleicht nicht gleich greifen kann. Glaubst du, dass da irgendetwas ist? Und wenn ja, dann bist du meinem Empfinden nach schon auf deinem Weg in die Beziehung. Und auch wenn du sagen willst, aber ich will nicht mit Gott eine Beziehung haben, ja. Du bist auf deinem, ja, in deiner Phase der Entwicklung. Und wenn ich auf meinen Weg zurückschaue, gab es lange Zeiten, wo ich nie über Gott gesprochen hätte, das Wort Gott auch nie verwendet hätte, wo ich gemerkt habe, da ist etwas da, da ist eine Liebe da, da ist etwas da, was mich einlädt zu heilen. Ich würde sogar behaupten, wenn wir nicht spüren würden, dass da eine Liebe ist, die uns in die Heilung einlädt, dass wir dann gar nicht uns öffnen würden für Heilung oder interessieren würden für innere Entwicklung, Heilung, warum denn auch? Ich glaube, dass selbst da, wo wir einfach sagen, nee, ich habe keine Beziehung zu Gott oder ich glaube das nicht und das ist mir alles fremd. Aber wir sind offen dafür, zu heilen, uns zu entwickeln. Und wir spüren, da ist so eine Einladung.
sind wir meinem Gefühl nach schon auf dem Weg. Und wie gesagt, es gab viele Phasen auf meinem Weg, wo ich gespürt habe, da ist etwas da, da ist jemand da, da ist eine Liebe da, ich kann mich da einlassen, ich kann vertrauen, ich kann anfangen, das kennenzulernen, ich kann mich da einklinken. Und ich habe in vielen Einzelsitzungen, das ist so meins, was ich einfach gerne mache, dass ich mich mit Gott verbinde und wahrnehme, wie sehr Gott diesen Menschen liebt, der da vor mir sitzt. Und auch wenn derjenige nicht an Gott glaubt oder sein Herz in ganz tiefem Schmerz auch verschlossen und zurückgenommen hat und vielleicht auch schreckliche Dinge erfahren hat in Bezug auf Spiritualität oder Religion oder was auch immer und damit nichts zu tun hat, habe ich immer gespürt, da ist so eine Liebe da, eine bedingungslose Liebe, die wartet und die respektvoll ist, die sich uns nie aufdringen würde, die einfach da ist und nicht aufhört, uns zu lieben. Und mich hat das immer sehr berührt und inspiriert. Und ich habe gemerkt, diese Liebe zeigt uns den Weg in die Heilung. Und meiner Ansicht nach ist Heilung da am effektivsten, wo wir diesem liebevollen Weg folgen. Und das setzt nicht voraus, dass du so bist wie ich, dass du so denkst wie ich, dass du die Welt so siehst wie ich. Du darfst dich auf deinen Entdeckungsweg machen und du darfst auch die Worte verwenden, die jetzt im Moment für dich erträglich sind. Und wenn das Wort Gott so viel Schmerz auslöst bei dir oder Angst oder Panik oder Fremdheit oder was auch immer, dann lass das Wort beiseite und hör dir an, was ich sage und welche Geschichten ich erzähle, ob ich wirklich von einem bösartigen Gott spreche, der oben sitzt und nichts mit dir zu tun haben will. Oder ob ich einfach erzähle, wie viel Liebe ich erfahre, wie viel Vertrauen ich entwickle und so weiter. Und du kannst es testen für dich und du darfst Nein sagen zu dem, was ich sage oder mit euch teile oder erlebe. Und da ist trotzdem Liebe für dich da. Wir können nichts machen, was größer ist als diese Liebe, die uns hält und die das Beste für uns möchte. Genau. Ich hoffe, das ist erleichternd für all diejenigen von euch, die einfach auf ihrem eigenen Weg sind. Und ich bin der Letzte, der anderen irgendwas aufdrängt oder sondern ich bin immer interessiert daran, was ist der Ort, wo du gerade lernst und was ist der nächste liebevolle Schritt für dich und was kannst du annehmen, was ist zu viel, was lässt du für später und ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Weg. Genau, dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe und bis dann. Oh, und danke für die tolle Frage. Bis dann.